Max Kruse, 34, war zu schnell unterwegs. Der Fußballer stand bis vor kurzem beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Im September 2022 war er allerdings vom Trainer aufgrund mangelnden Fokus und Engagements aus dem Team gestrichen worden, und schließlich wurde der Vertrag ganz aufgelöst. Das nimmt den Fußballstar aber wohl nicht sonderlich mit. Mit seiner Frau Dilara zeigt er sich oft im Netz. Diese filmte ihren Liebsten nun dabei, wie er geblitzt wurde. Die Beauty teilt eine Instagram-Story aus dem Auto. Sie erzählt von ihren Plänen in Hamburg, wird aber von ihrem Gatten, der offenbar fährt, unterbrochen. Daraufhin fährt sie aus der Haut. Kannst du nicht einfach mal deine Schnauze halten? Und schon ist es passiert. Wurdest du wieder geblitzt? Ruft Dilara. Der 34-Jährige nimmt das allerdings nicht so ernst. Ja, mit 5 km pro Stunde, Mann. Der Rheinbäcker ist nach wie vor ohne Verein. Im November machte er allerdings eine große Ankündigung. Ihr kennt mich, Leute, ich bin immer für Überraschungen gut. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Ich will noch keine Einblicke geben.